Die Villa hat ja eine ganz interessante Geschichte. Also 1918 die Herrschaften hier eingezogen, 1912 ist Frau Geben leider beim vierten Kind verstorben und Herr Geben ist 1916 gefolgt. Also die haben gar nicht lange hier was von diesem schönen Haus gehabt. Und die Kinder, die sind dann zum Vormund gekommen und es muss auch nicht so ganz so gut gegangen sein. Also Geld allein macht auch nicht glücklich, das beruhigt ja irgendwo. Der Bergmann von Horeberg Bestatter. Und ja, durchaus schon das ein oder andere Mal hier in der Gegend auch gewesen. Mal eben eine Frage, ist heute jemand zum ersten Mal bei einer unserer Veranstaltungen? Ja. Oh. Sind Sie freiwillig hier oder mussten Sie mit? Dann in die Zeitung. Auch gutes Argument. Dann wollen wir jetzt mal, wir flanieren zum Friedhof und dann gucken wir da mal weiter. Hier stehen wir vor einer großen Grabstelle und der Name ist auch groß verteilt. Der Kornhändler Jan Köpke war mit den Jahren ein ganz reicher Mann geworden. In dem Zitat, in dem Buch, steht das nun wie folgt. Zitat, er hatte nur eine Tochter, die im 20. Lebensjahr verstarb. Und für die er auf dem neuen Friedhof, das ist das Mausoleum hatte bauen lassen. Obwohl er ein ganz alter Mann geworden ist, musste er zuletzt doch noch ins Spital. Sein gesundheitlicher Zustand verlangte das, aber er kam nicht lebend zurück. Heinrich Seedorf musste hin und seine Leiche holen. Hein war auch ein großer Spaßmacher, kannte Jan sehr gut und wusste genau, dass er im Leben ein großer Geizkragen gewesen war. Er fragte den Bediensteten vom Spital, ob das auch ganz gewiss wäre, dass er tot sei. Natürlich, da kam er zur Antwort. Hein ging in die Kammer, wo er lag und rief ihm ins Ohr, Zitat, Jan, sie wühlen in dein Geld rum. Zitat Ende. Da er keine Antwort bekam, sagte er, der ist tot genug. Und damit reiste er mit Jan in sein Haus nach Altenbruch. Das, was er gebaut hat, haben wir ja eben gesehen. Und jetzt sehen wir ihn. Das ist Ahmed Steinmetz. Viele Häuser, einige Fischhallen und die Sparkasse gehen auf ihn zurück. Auch die Schule in Groben und das Versorgungsheim, auch bekannt als Nikolaiheim. 1991, Sie wissen das besser als ich, wurde es abgerissen. Das hätte ihm vermutlich nicht so gut gefallen. Thank you.